Herzlich willkommen zum Maltisch am Mittwoch, Episode 145 vom 21. September 2016. Wir befinden uns immer noch im Slamtember und ich habe ein großes Paket für euch geschnürt. Beziehungsweise, es wurde ein Paket für mich geschnürt. Bleiben wir chronologisch. Ich beginne mit einem kleinen Show-Off, zum Beispiel die Sauruskrieger, die ich letzte Woche angekündigt habe. Gehe dann dazu, das Paket auszupacken. Kleine Stichworte: Armeebuch Söldner, Kampagnenbuch Lustria, The General's Compendium. Und danach gehe ich auf eine Userfrage ein. Sag mal, wie gibst du deinen Charakteren Namen? Speziell Slanish und Echsenmenschen. Da werde ich mich thematisch ein bisschen mehr um Slanish kümmern und ums Generelle. Aber ich hoffe, ich komme da nicht ganz so wirr rüber, gerade zum Ende dieses Beitrags. Und ihr könnt mir dann nach wie vor folgen. Bevor wir jetzt alle ins Video gehen. Für euch da draußen, die ihr alles zuschaut, alle mal ganz brav einschaltet. Danke, 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 danke. Ja, 6-mal reicht. Wir sind ja im Slamtember, magische Zahl des Landes ist 6, also reicht 6-mal danke. Noch ein 7. Mal. Danke für euren Support und für euer Klicken, denn die Videos, ich sehe es ja in den Analytics bei YouTube, die sind im Moment so bei 250 bis 300 Tendenz steigen Klicks. Und das freut mich echt, wenn ich überlege, wo ich angefangen habe mit 50 bis 100. Und klickt auch ruhig die alten Videos nochmal. Schaut euch durch alles durch. Wir haben fast 3 Jahre Maltisch am Mittwoch hinter uns. Und ich finde es klasse. Und freue mich, wenn ihr die Videos auch immer fleißig kommentiert und euch beteiligt. Das ist schön, schön mitzuerleben, dass diese ganze Arbeit, die ich mir damit mache, auch Früchte trägt. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes weiter zu sagen, außer los geht's mit dem Video nach dem Intro. Hallo, hier am Maltisch. Bevor wir heute richtig loslegen, beginnen wir mit einem kleinen Show-Off. Und zwar Echsenmenschen Sauruskrieger. Die hatte ich ja im letzten Video angefangen und zwischen den Folgen dann fertig gemacht. Alle in diesem selben Stil gehalten. Violetter Rücken, knochenfarbener Bauch und dieses blau-petrolfarbene Schild. Plus ein bisschen Blut an der Waffe. Die Waffen dunkel mit ein paar minimalen blauen Edge-Highlights oder Strukturen drin. Wirkt so ein bisschen dann vielleicht wie Obsidian. So, hier nochmal einer der generischen. Da seht ihr, der hat ein rotes Maul. Das ist für mich so dieses Darstellen der Sonderregel Raubtierhaft, dass er beim Trefferwurf von einer 6 eine zusätzliche Attacke setzen darf und dann vielleicht halt zusätzlich nochmal mit dem Maul beißt oder nochmal zusätzlich mit den Füßen kratzt oder mit dem Schwanz zuschlägt. Und deshalb hat er zum Beispiel das Maul blutig. Dann haben wir hier den Musiker, auch ganz klassisch. Trommelfelle male ich ja mittlerweile immer so, dass die in der Mitte ein bisschen abgenutzt sind. Der hat ein bisschen Blut hier unten an diesen Stacheln, weil er das vielleicht auch mal als Waffe eingesetzt hat. Dann haben wir die Standarte. Die Standarte ist relativ simpel gehalten. Alles in diesem selben Metallton, um jetzt nicht zu viele Farben reinzubringen, dass die Echsenmenschen nicht zu bunt werden. Das ist ja immer das Problem bei denen. Wenn man viele Farben einsetzt, dass es exotisch aussehen soll, werden die irgendwann aussehen wie Clowns. Und auch er hat hier ein bisschen mehr Blut am Schild und an der Schildkante. Einfach nur, weil er keine zusätzliche Waffe hat, schlägt er wahrscheinlich mehr damit zu. Dann haben wir den Champion. Champion hat diese Keule, hat auch ein blutiges Maul und wirkt ein bisschen bedrohlicher, weil er einen größeren Kopf hat. Und last but not least haben wir noch hier den Hornnacken. Ist nicht das hübscheste Modell vom Sculpt her, aber den gab es halt beim Skinpriester dazu. Und meine Güte, wenn man den hat, kann man ihn auch nehmen. Auch hier die Basics der Sauruskrieger aufgegriffen. Ein bisschen Blut, ein bisschen magische Steine, fertig. Und er hat auch hier hinten am Schwanz an dieser Klinge noch ein bisschen Blut dran. Das ist dann quasi seine Raubtierhaft. Er hat halt mit diesem Schwanz Waffendings nochmal zugeschlagen.
So, die stelle ich mal wacker hier beiseite. 1, 2, 3, wo ist der Champion? Da ist der Champion. Daneben kommt der Musiker. Das ist ja alles sehr ordentlich hier aufgestellt schon. So, und der Veteran. Zack. Dann zoome ich euch mal wieder ein bisschen raus. Denn wir kommen zu einem kleinen Unboxing. Ich habe mal wieder einen Karton bekommen. Und zwar vom Matthias Moser erneut. Und ich habe auch schon mal reingeguckt. Ich konnte es einfach kaum erwarten. Hier ist echt viel Zeugs drin. Ich kam das mal hier raus. So. Dann kommt der Karton mal kurz zur Seite. Wir haben hier ein Poster. 25 Jahre Warhammer, 1983 bis 2008. Hier haben wir unterschiedlichste Startbox-Cover und. Was mal rauskam. Warhammer, The Mass Combat Fantasy Role-Playing Game, das war noch 83. Dann Warhammer Fantasy Battles, Battle Rules, 84, 87. Warhammer Fantasy Battle. 1992 war es The Game of Fantasy Battles. Hier mit Hochelfen und Orks. Scheinbar in der Goldbox. Hier haben wir dann 1996, das war das Echsenmenschen und Bretonia. Die Box. 2000 hatten wir Orks und Imperium. Und 2006 kamen dann ja die Zwerge mit den Nachtgoblins im Konflikt. Mit dem Angriff auf den Schädelpass. Und was danach kam, war ja eigentlich nur noch die Schlacht um die Blutinselbox. Hochelfen gegen Skaven, soweit ich weiß. So, also kann man auch mal schön das irgendwo aufhängen. Auf der anderen Seite war noch ein schickes Artwork. Das zeige ich euch jetzt erstmal nicht. Muss ja nicht mal sofort zeigen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Schädel. Auf einem Shirt. Hier auf Öffnen. Ratz, ratz. XL, guck mal. Kann ich sogar tragen. Das sieht nicht nach Warhammer aus. Aber es ist dabei. Doch, es ist Warhammer. Tatsache. Krass. Golden Demon, Games Day 2009. 11. Games Day Deutschland. Verschlinger der Welten. Games Workshop. Ich denke mal, das packe ich nachher in Ruhe wieder ein. Hier zwei Rollen, in denen auch was drin ist. Das ist das Regelbuchcover. Von irgendwem unterschrieben. Mir wurde gesagt, das sind wichtige Leute beim Games Workshop gewesen. Ich weiß es nicht. Beschäftige mich mehr mit dem System und weniger mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind. So, dann haben wir hier noch eine Rolle. Thorgrims Stand. Na komm, wenn man die mal aufkriegt. Oh Gott. Okay, das ist was Großes, was Dickes, was kaum rauskommen will. Bleib bitte stehen da unten dann. Ein Zwergen-Artwork-Poster und hier ist noch irgendwas. Way of the Dead. Okay, das werde ich dann in Ruhe mal ausrollen, glatt ziehen und eventuell hinter meine Regalwand positionieren. Das werde ich jetzt im Video nicht machen. Nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Muss ja nicht sein. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich problemlos zeigen kann. Lustria, Söldner und The General's Companion.
Fangen wir mit Lustria an. Ist, glaube ich, das neueste der Bücher. Lustria ist ein Kampagnenbuch gewesen, was die Konflikte auf dem lustrianischen Kontinent darstellen sollte. Also die ganzen Plünderungen und Einfälle in die Reiche der Echsenmenschen. Dieses Buch ist auf Deutsch. Hier ist kurz eine Einleitung, worum es geht. Spiele im Dschungel, Größe der Spiele, Dschungelkämpfe, also bestimmte Sonderregeln noch mit Schwarzpulverwaffen und Fliegern, die Beschaffenheit des Landes, dann dass Einheiten alle lockere Formationen einnehmen können, was es für Boni gibt, was es für Mali dazu dann gibt. Dann haben wir Ereignisse, die passieren können, Glücksfälle oder Unglücke, unliebsame Überraschungen, Zufälle oder unglückliche Begebenheiten. Dann haben wir Szenarien. Hier sind die Szenarien beschrieben. Der Aufstieg des Seuchenclans, Tribut an den Schlangengott, Prinz Rodericks Torheit, die Schlacht bei der Obsidiansäule, Graf Melechins großes Abenteuer und Kjells Rotfausts Ende. Dann haben wir hier Dschungel erschaffen. Tipps, wie man einen Dschungel dann auch darstellen könnte. Unterschiedliche Typen von Dschungeln oder Dschungelarten. Das ist der alte Dschungelbausatz, den es mal gab. Damals, früher. Hier tatsächlich noch mit Basteltipps, wie Bambusbäume zum Beispiel erstellt werden können oder gebaut werden können. Sehr cool, wenn ihr mich fragt. Wie man undurchdringlichen Dschungel darstellen kann, wie man Sumpfbäume, Mangrovenbäume darstellen kann. Schneide Draht für einen Baum, für deinen Baum zurecht. Die Drähte sollten doppelt so lang sein wie der Baum. Biege den Draht mit der Mitte zusammen und bilde eine Schlaufe. Verwende die Schlaufe, um die Drähte um den Stamm zusammenzudrehen. Dann Spachtelmasse drüber, bemale ihn und klebe Laub daran. Dieser Baum hat keine Baumkrone. Klebe einfach Blätter an, die Äste und folge dabei der natürlichen Biegung. Prinzip total simpel. Ruinen aus Schaum, aus Hartschaum, Sümpfe und Flüsse. Flüsse mit Strömung. Damals war die Zeit noch in Ordnung. Überraschungsmarker, wo was dann passieren kann, was man so alles darstellen könnte. Peitschenwürmer sind die Schwänze von Plastikskarven zusammengeklebt. Sehen aus wie riesengroße Regenwürmer. Ja, doch, sieht cool aus. Dann hier Spiele in Lustria. Kampagnen, die man erstellen kann. Mit Punkten und Marschrouten und hin und her. Gebietstypen. Dann Ereignisse, wie man die Kampagne dann weiterspielen kann. Also Zug für Zug und was passieren kann. Wie die Herrschaften, die man dann spielt, Veteranen werden können und so weiter und so fort. Haben wir hier noch geschichtliche Aspekte. Den Aufstieg des Sotek und hier haben wir dann die Regeln Aufstieg des Sotek spielen, also als Kampagne vorgegeben. Das ist ja das, was man hier heutzutage bei Age of Sigmar immer hat. Man hat ja dieses Buch mit der Geschichte und kann die Geschichte auch nachspielen. Das haben wir hier auch mit den entsprechenden Armeelisten auch. Und hier haben wir die beiden Armeen dann einmal Echsenmenschen bestehend aus zweimal Skinplänklern, drei Salamander-Rudeln, einem Skink-Häuptling, einem Skink-Schaman, Sauruskriegern und Terradon-Reitern und die Skaven bestehend aus 1-2 Blöcken Seuchenmönchen, einmal Seuchenschleuderer, einmal Riesenratten, Rattenoger, Clanratten und einem Häuptling, so wie es hier ausschaut. Was alles so seinen Charme hat. Ja. Das Heer der Skinks. Hier nochmal schön Modelle, also vom Heavy Metal Team bemalte Modelle. Dschungelschwärme, Skinkplänkler und verschiedenste Häuptlinge.
und Schamanen natürlich auch. Wobei ich finde, das hier, was hier als Skinkräuptling beschrieben ist, das ist eher ein Schamane mit diesem Stab in der Hand. Aber ich kann mich ja auch täuschen. Auch ich bin fehlbar. So, Saurus-Krieger im klassischen, oder seit dieser Edition, als die so erschienen sind, die Modelle im klassischen Blau. Dann die Kavallerie, wo ich glaube ich auch Bock habe, jetzt mal das erste Kavallerie-Testmodell zu malen. Dann haben wir hier Rotkamm-Skinks. Okay, das ist halt nur so ein generischer Name. Das ist das Skink-Kohorte. Und hier natürlich auch Bemaltipps. Wie können die Schuppen bemalt werden, die Schilde, wie das Gold. Was haben wir denn hier? Eine Grundschicht Shine Gold, Chestnut Ink getuscht, Mischung aus Shine Gold und Mischung Silver akzentuiert. Hm. Geht in die Richtung, wie ich es auch bemale. Finde ich schon irgendwie interessant. So, dann haben wir hier Tehenauin, der Prophet des Sutek, und Nöglitsch, Erzseuchenherrscher des Seuchenclans. Also das Ganze nochmal größer gemacht mit mehr Modellen. Also die Armee aufgebaut. Hier haben wir nochmal Seuchenmönche und Schleuderer. Seuchenmönche bemalen. Die Skaven-Industria, also auch wieder die verschiedenen schicken Modelle zum Angucken. Das waren noch die alten Clanratten damals. Die alten Bausätze. Die Monster und Maschinen der Skaven, also Riesenratten, Waffenteams, Jezail, Rattenoger. Hier hinten haben wir einen Schaukasten. Eine Maschine der Götter. Ich glaube, das ist ein Modell, was es nicht mehr gibt. Ob das selbst gebaut ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es sieht so aus, als wäre es ein Selbstbau, wenn er mich fragt. Kessel der 1000 Pocken. Auch ein schöner Umbau hier mit so einem riesengroßen Kessel auf so einer Sänfte, die ja von solchen Mönchen getragen wird. Wäre, glaube ich, auch eine Idee für den Silent, sich das mal anzuschauen. Ja, und dann halt Showcase-Modelle, die schick bemalt sind. Und das Buch ist zu Ende. Also, ich habe Hexen, Silent hat Skaven. Wenn meine Hexen groß genug sind, könnte ich mir vorstellen, sogar mal so ein bisschen was Illustria, also mit Wäldern, beziehungsweise im Dschungel und den entsprechenden Regeln mal ein Gefecht auszuspielen. Mal schauen, was passiert. In solch einem Schaumütze. Dann haben wir das Buch Söldner. Sehr wichtig, da ich ja auch Leopolds Leopardenkompanie aktuell habe und Golfax Ogre. Das Buch Söldner, das ist von, oh Gott, 98, sieht man an den Bildern hier. Damals war alles anders. Das Buch Söldner, ist auch auf Deutsch, hat viele, viele Bilder, hat Geschichte zu den einzelnen Regimentern, also diesen legendären Söldnerregimentern, die es gab. Stellt hier nochmal dar, wie man so diese Einheitenkarten haben kann. Finde ich sehr cool. Will ich ja auch nochmal für meine Armee machen. Dass ich ganz klar habe, so, das ist ein 24er Sperrträgerblock, der wird nicht größer eingesetzt, der wird nicht kleiner eingesetzt, dann schreibe ich mir hin. So und so, zum Beispiel jetzt bei den Aberländern, Mehrfelder, Stachelschweine, Punkte, die 24 und Kommando, alles kostet das und das. Ausrüstung haben sie das. Hauptmann kriegt dann Name. Hier unten hat man dann schön die Einheitenwerte und Anmerkungen hier. Wären zum Beispiel Sonderregeln. Dann kann man sich die Karte dahinlegen, muss nicht immer im Regelbuch gucken oder kann sich auch die Karte dazulegen zu einer Einheit, falls man was braucht. Finde ich im Prinzip eine sehr gute Idee. Noch mehr Söldner, wo ich Lust kriege, eBay zu plündern. Tatsächlich, wenn ich die so alle sehe. Noch mehr Söldner, noch mehr Bilder von Söldner. Wobei hier diese Berserker von Uruslo, also Beorgs, Bärenschlag, und die Berserker, weiß ich nicht. Also ich finde diese Modelle nicht schön. Vor allen Dingen er als Bär, sieht auch schon komisch aus. Wenn man mich fragt. Das sieht eher aus wie so Chaos-Barbaren-Einheit. Irgendwie. Söldner-Generale, Söldner-Zauber, Hauptmänner. Sonderregeln für Waffen, Piken, sind sehr wichtig. Piken aufgrund der Länge, also erstmal sind sie wie Speere. Wenn ich angreife, habe ich nur erstes Glied, zweites Glied Unterstützung. Werde ich angegriffen oder der Kampf geht weiter, kann ich aufgrund der Länge der Piken aus insgesamt vier
Gerängen zuschlagen. Das heißt, vorne normal, erst dahinter, dann dahinter. Wobei, Moment, nee. Ja, wo stand denn das? Nee, nicht vier. Kann die Pike über drei Glieder von Truppen hinweg einsetzen? Doch, stimmt. Erste ist normal, zweite ist Unterstützungsattacke, drittes ist Unterstützungsattacke, was man bei Speeren sowieso hat. Und dann kommt noch das dazu, weil man ja mit Piken ausgestattet ist. Das heißt, stelle ich eine Einheit 7 breit, habe ich 7, 14, 21, 28 Attacken plus den Champion vielleicht, habe ich mal eben 29 Attacken. Das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir noch die Sache, bei Piken ist es so, wenn ich angegriffen werde, bekomme ich Schläge zuerst zu, weil die so lang sind und der Gegner einfach nicht an mich rankommt, bevor er nicht eine Pike in meinem Bauch hat. Und bei Kavallerieangriffen, im Kampf gegen Kavallerie schließen Pikenträger ihre Ränge und bilden eine undurchdringliche Mauer aus scharfen Metallklingen. Pferde scheuen vor solch einer stählernen Donnerhecke zurück, Dornenhecke. Um dies darzustellen, erhalten Pikenträger in der ersten Nahkampfphase gegen berittene Truppen eine zusätzliche Attacke. Reittiere verlieren im ihre Attacke. Im Nahkampf, da die nicht mit vollem Elan. Das heißt, die erste Reihe hat eine zusätzliche Attacke. Das heißt, wenn ich angegriffen werde, habe ich nicht nur 28, sondern gegen Kavallerie noch aus der ersten Reihe nochmal 7 dazu, wäre ich bei 35 plus den Champion. 36 Attacken. Die Pferde kriegen eine Attacke weniger. Und ich habe zuerst, schlägt zuerst zu, weil ich angegriffen werde. Der Block vernünftig hingestellt, da greift kein Kavallerist einfach so an. Das heißt, ich könnte eine komplette Kavallerietruppe einfach so wegfrühstücken, so eine kleine, weil meistens sind ja kleine Kavalleriegruppen unterwegs, bevor die überhaupt irgendwas machen können. Wenn mein Gegner sagt, okay, das Buch Söldner 98, also von 98, die Regeln nehmen wir. So, dann haben wir hier Söldner anheuern, Punkte kosten, bla bla, Geschichten, Punkteverteilung einer Söldnerarmee, bla 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 bla, Söldnerhelden, Golfax, Ogersöldner, auch mit einer Geschichte natürlich, wie die aussehen, das Motto, der Schlachtruf, hier anheuern, jede Warhammer-Armee kann Golfax, Oger anheuern, Punkte, Golfax und 4 Oger, einschließlich Skaff, dem Standardträger und einem Hornbläser, kosten insgesamt 500 Punkte. Dies ist die Mindesteinheit, die du anheuern musst. Die Größe des Regiments kann danach für jeweils 44 Punkte pro zusätzlichen Oger erweitern werden. Waffen ist so, die haben eine zusätzliche Handwaffe alle und haben alle eine schwere Rüstung an. Golfax-Oger verursacht bei ihren Gegnern Angst. So. Die Oger vom Golgfuck. Bewegung 6, Kampfgeschick 3, ballistische Fertigkeit 2, Stärke 4, Widerstand 5, Lebenspunkte 3, Initiative 3, Attacken 2 plus die Handwaffe 3, Moralwert 7. Ist, glaube ich, ein bisschen besser als ein regulärer Oger. Golgfuck selbst, also Skaff, der Standardträger, hat zusätzlich auch nochmal Regeln, aber Golgfuck selbst. Bewegung 6, Kampfgeschick 6, ballistische Wertigkeit 2, Stärke 2, Stärke 2, Stärke 5, Widerstand 6, Lebenspunkte 6, Initiative 5, Attacken 6, Moralwert 9. Das sind Ogre-Söldner, die haben jetzt nicht Ogre-Angriff oder so. Das gab es damals noch nicht. Aber ist schon eine harte Einheit, wenn er sich fragt. Aragandas, Belagerer, Longdrongs, Slayer-Piraten, Volans, Venatoren, Pirazos, verlorene Legion, Al-Mukrats, Muktas, Wüstenhunde, Azarnil, der Drachenprinz, Leopolds, Leopardenkompanie. Hier wird spannend.
Hauptmann Leopoldo Di Lucci, Motto mit Spendenanteil für die Wiedererrichtung des Tempels von Lucchini. Schlachtruf für die Leoparden. Anheuern, jeder Armee kann die Leopardenkompanie anheuern. Leopoldo und 4 Pikenträger kosten insgesamt 130 Punkte, einschließlich Standartenträger und Musiker. Dies ist die Mindesteinheit, die du anheuern musst. Das Regiment kann für jeweils 10 Punkte um ein weiteres Modell erweitert werden. Leopoldo hat Bewegung 4, Kampfgeschick 5, ballistische Fertigkeit 5, Stärke 4, Widerstand 4, Lebenspunkte 2, Initiative 5, Attacken 3, Moralwert 8. Die Pikenträger Bewegung 4, Kampfgeschick 3, ballistische Fertigkeit 3, Stärke, Widerstand jeweils 3, Lebenspunkte 1, Initiative 3, Attacken 1, Moralwert 7. Leopolds Leopardenkompanie trägt schwere Rüstungen und lange Piken. Rüstungswurf 5+. Das heißt, es sind im Prinzip normale Schwerträger, so von den Werten. Mit dem großen Bonus, dass sie Piken tragen, die ihnen extrem Boni geben. Noch ein zusätzliches Glied mehr, schlägt zuerst zu, wenn man angegriffen wird. Zusätzlich gegen Kavallerie noch eine Attacke mehr aus der ersten Reihe. Und die Pferde dürfen nicht angreifen. Also Pferde haben ja meist nur eine Attacke, deshalb sage ich einfach, dürfen nicht angreifen. Macht sich schon böse. 4 plus ihn sind 5 Modelle, jeder zusätzliche 10 Punkte. Das heißt, ich habe jetzt aktuell 8, das sind 5, das sind 3 zusätzlich, das sind nochmal 160 Punkte für die, die ich da schon stehen habe. Also das heißt, ich kann die im Prinzip schon so einsetzen. Ist spannend. Dann hier die Kavalleriekanonen, auch eine sehr coole Sache eigentlich. Scharfschützen von Miragliano, Beorx, Bärenschlag und die Berserker von Oslo. Vesperos, Vendetta, die Bruderschaft von Alcantani. Ricus, Republikanische Garde, die Vogelmenschen von Katraza oder Katraza. Dann haben wir hier noch besondere Charaktermodelle. Das sind dann halt die Anführer der Armeen. Marco Colombo, guck mal, den habe ich sogar als Modell. Auszüge aus Die Kunst der Staatsführung. Die Söldner Tileas. Handelsfürsten, die Länder Tileas. Also aus Tilea kommen ja irgendwie alle Söldner. Geschichten. Die Chroniken, auch immer spannend zu wissen, wann was war. Das Zeitalter der Entdecker. Dann haben wir hier Expeditionen und Handelswege der Tileaner. Hier haben wir es. Hier ist das große Imperium Kislev. Bretonia. Dann haben wir hier unten Tilea und Estalia. Also wenn man das Ganze so ein bisschen verschiebt und guckt, ist Tilea eigentlich das, was bei uns in der Realwelt Italien wäre. Da müssten wir nämlich hier unten die Düsterlande so ein bisschen zur Seite verschieben. So in diese Richtung. Hier unten mit so ein paar Inseln, dann wäre das Griechenland. Dann hätten wir hier Italien und hier Estalia wäre dann natürlich Spanien. Und dann ist das Buch im Prinzip auch schon fast vorbei, nach ein paar schicken Bildern. Hier unten noch ein Bild einer Söldnerarmee. Hier haben wir Barangas Besieger, also die Belagerer. Wirklich nur eine kleine Einheit. Wir haben nur 2 Kavalleriekanonen. Im Prinzip haben wir eigentlich, wenn ich das so sehe, bis auf Vesperos Vendetta alle Modelle. Oder ist er nicht irgendwo? Nee. Alle Modelle, die man als Söldner anheuern kann. Also auch dieses Buch werde ich nutzen können. Und jetzt kommen wir zum General's Compendium. Ein Buch von 2003. Leider auf der englischen Sprache. Muss ich dann auch wieder sehr viel übersetzen. Aber hier sieht man in diesem Buch, was kann ich alles zusätzlich machen, um die Spiele zu würzen. Was gibt es alles zusätzlich noch für Möglichkeiten? Hier steht auch ganz klar, es ist nicht offiziell. Man kann sich raussuchen, was man möchte. Zum Beispiel dichte Wälder
gibt's noch Sonderregeln, genau wie in dem Buch Lustria. Schiffe, Kampf auf hoher See, kann man sich auch raussuchen, wenn man es braucht. Aber man muss es nicht machen. Steht auch ganz klar vorne drin. So. Viele, viele schöne alte Bilder. Viel, viel Text, wie man Kampagnen aufstellen kann, wie sich Kampagnen verzweigen, zum Beispiel eine kleine Kampagne. Es gibt das erste Spiel, das ist das Szenario Breakthrough. Da ist irgendwo ein Durchbruch irgendwo hin, zum Beispiel in eine Stadt rein. Dann haben wir das Spiel 2, das ist Sheer Heroism, die letzte Verteidigung dieses Durchbruchs. Das dritte Spiel ist ein Pitched Battle, zum Beispiel dann in einer Stadt, die schon relativ zerstört ist, eine offene Feldschlacht. Wir haben nur noch andere Aufstellungsmöglichkeiten, Herangehensweisen heißt es, was ich suche. Herangehensweisen an solche Spiele mit verschiedenen Ausgängen. Dann haben wir hier auch noch unterschiedliche Arten, wie es ausgehen kann bei den Dingern. Hier, wenn das erste Spiel zum Beispiel eine offene Feldschlacht ist und der Angreifer gewinnt, geht es in eine letzte Verteidigung. Hier, so Rearguard. Und wenn der Verteidiger angreift, dann ist es quasi der Last Stand, dann drückt er nochmal nach vorne. Hier haben wir das Szenario Breakthrough. Der Angreifer gewinnt. Dann haben wir nämlich noch Desperation Defense or Siege. Da geht es dann um eine Belagerung. Wenn der Verteidiger gewinnt, darf das nächste Spiel sein ein Flank Attack oder ein Ambush, also ein Hinterhalt. Und hier haben wir dann riesengroß nochmal den Baum einer Kampagne, wo es dann auch darum geht, so Regionen auf einer Kampagnenkarte zu erobern. Hier kommen wir dann zu den ganzen Szenarien, die es gibt. Scouts and Pickets, Hold the Line, Desperation, Defense. Das ist alles dann dargestellt in der Geschichte der Belagerung um Nullen. Ja, auch alles schön mit wunderbaren Bildern von alten Miniaturen. Hier sind dann die einzelnen Szenarien. Hier haben wir dann auch schon Sonderregeln drin für Rafts and the River, also Flöße und der Fluss. Dann haben wir hier das zweite Kapitel quasi in dem Buch. Das sind kartenbasierte Kampagnen. Und hier auch überall kommen jetzt auch Miniaturen rein von Warmaster. Das war ja damals diese Mini-Version von Warhammer Fantasy, wo Epic das Gegenstück war für Warhammer 40k. Die man dann ja auch als wunderbare Marker nehmen könne, um auf dieser Karte darzustellen, wer ist wo, wo ist eine Armee. Hier geht es dann um die einzelnen Züge, was alles passieren kann, was man machen kann. Hier sind auch natürlich wunderbar immer zwischendurch so kleine Selbstbaudinger, also die Scenery Workshops, ein abgebranntes Bauernhaus mit einem kleinen Feld davor, ein schon verbrannter Wald. Hier haben wir dann wieder schöne Armeebilder und Herangehensweise an solche Hexfeld-basierte Kampagnenkarten. Hier wieder so eine kleine Erklärung, wie man solche Entrenchments bauen kann, also solche kleinen Erdaufhäufungen mit Stacheln versehen, also so schützengrabenmäßig. Dann haben wir hier die Sektion einer Karte, was welche Auswirkungen haben kann. Hier haben wir armeespezifische Regeln. Und hier steht es drin, es gibt Chaos-Zwerge. Chaos Dwarfs. Es ist hier hinterlegt, also gibt es sie. Also hier haben wir dann natürlich noch spezifische Regeln für solche kartenbasierte Kampagnen. So, wie man siegen kann, wie man eigene Karten erstellt. Denn ich habe hier auch drin. Moment, wie mache ich denn das jetzt mal zu? Ich habe nämlich hier auch drin eine schon vorgegebene Kampagnenkarte, dass man auch direkt loslegen kann. Das ist im Prinzip ein großes Poster. Warum ist richtig? Ein großes Poster
der Grenzgrafschaften im Süden des Imperiums. Also da geht es ins Imperium. Hier ist der Schwarzfeuerpass zum Beispiel. Einzelne Sektionen, das sind insgesamt 100 Gebiete auf dieser Karte. Das heißt, zum Beispiel hätten wir die Stadt Aldium, das ist hier, das Gebiet 68, das könnte man besetzen. Oder man hat hier die Stadt oder die Festung Malko, das ist Gebiet 60, alles auch mit einzelnen Strichen abgeteilt. Die Straßen sind extra Gebiete. Hier haben wir eine Brücke, seht ihr glaube ich gar nicht, warte mal. So, ihr habt eine Brücke, das ist Gebiet 24. Hier haben wir die Geistermundhügel, das ist Gebiet 44. Kann man alles dann auch schön als Szenario, als Gelände schön markieren, was ist. Zum Beispiel spezielle Geländestücke, die halt was darstellen. Diese Brücke ist natürlich einfach, Brücken sind generisch, gibt es überall. Zum Beispiel diese Geistermundhügel, die sind ja auch gleich aufgeführt. Das könnte dann ein Grabhügelkomplex sein. Hier ist auch nochmal eine schöne Karte aus Hexfeldern. The Wastelands, Field of Woe. Ja, kann ich gerade nicht sagen, wo das ist. Isle of Shadows. Ob das offiziell ist, weiß ich nicht. Ja, dann hier nochmal so eine Hexkarte. Scheinbar aus Zeiten von den Realms of Chaos. Dann haben wir hier das Kapitel 3, das ist die Karte, die ich euch eben gezeigt habe. Die Kampagnen im Land der Grenzgrafschaften. Was ich glaube ich mal machen möchte. Da hätte ich sehr Bock drauf. War es eine recht kleine Kampagnenkarte. Da geht es auch mal nur um eine Wiese und nicht um, oh, das, man muss unbedingt die Stadt erobern. Dann haben wir hier, genau hier diese Grabhügel, was ich gerade erwähnt hatte. Dann hier verschiedene Szenarien. Nochmal ein Scenery Workshop. Auch so ein Grabhügel-Ding, was auch offen gestaltet werden kann mit dem Interieur. Hier so kleine Festungsanlagen mit Palisaden, wie man das alles machen kann. Simpel. Dann eine Orkhütte, einen Elfenturm. Alles passend dazu, weil das ja auch alles auf der Karte irgendwie auftaucht. Dann zum Beispiel ein Szenario in einem Steinlabyrinth. Also hier sind überall so kleine Felsen, die Bewegung natürlich auch ziemlich einschränken. Dann strategische Tipps dazu, wie ein Steinlabyrinth nochmal anders aussehen könnte, aus so geschichteten Steinen mit einem Fluss drin. Überall mal so kleine Bilder auch von schönen Umbauten bei, wie man diese Kampagne gewinnen kann. Dann geht es hier noch um Nummer 6. Das sind Kampagnen, die von einem Game Master quasi noch geleitet werden. Da geht es dann auch darum, dass man einzelne Städte noch ausbauen kann. Hier ist zum Beispiel eine große 3D-Karte. Hier haben wir ganz klein diese kleinen Marker von Warmaster? Wie heißt die Modelle? Ich meine ja, ne? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ganz klein, diese kleinen Regiments, die Armeen darstellen. Und spezielle Sachen, zum Beispiel hier, dass die Zwergenhauptstadt, die ist hier oben im Berg drin. Und auf dieser Karte kann man sich dann auch die Armeen zollmäßig bewegen und Stück für Stück. Und hat nicht einzelne Felder, dass die sich von Feld zu Feld bewegen, sondern eine wirkliche Bewegung. Hier dieser Wald ist das Blätterdach oben abnehmbar, also auch von innen bespielbar. Nicht dieser ganze Wald ist eins. Hier haben wir einzelne kleine Marker für Sachen, zum Beispiel eine Magierturm, der zusätzlich an der Stadt dran gebaut werden kann, Felder und. Hier ist dargestellt, wie dieser kleine Armeemarker denn auch diese große Armee umfassen kann, dass es da diese Parallelen von dem Paintjob gibt. Natürlich alles noch nicht richtig durchgelesen, nur überflogen. Hier haben wir natürlich auch einige Sachen, die Sonderregeln sind dafür. Zum Beispiel der Sommer ist 6 von den Kampagnen Runden lang, der Herbst 4, der Winter 2 und der Frühling auch wieder 4.
Das ist dann auch wichtig, weil es auch um Vorräte geht, die sich pro Runde generieren und wahrscheinlich im Winter auch die Nahrung erschaffenen Sachen, wie zum Beispiel Felder, nicht so viel generieren. Dann haben wir hier die Bewegung auf den offenen Karten, Bewegung auf Hexkarten, die man dafür ja auch gut nehmen kann. Hier die Herangehensweise, wenn man zum Beispiel dann sich Armeen treffen und angreifen. Wenn man Charaktere hat, was dann passiert, wenn die vielleicht im Kampf getötet sind. Da haben wir einen Character Injury Chart mit 2W6, was passiert. Zum Beispiel, ich erwürfe eine 9 und er bekommt eine alte Kriegswunde und bekommt minus 2 auf die Initiative. Oder würfel die 10, er bekommt eine Verletzung am Bein und bekommt minus 1 auf die Bewegungscharakteristik. Kann auch sein, dass man Held gefangen genommen wird. Dann kommt man zum Execution Chart, auch 2W6, was denn passiert. Es kann sogar passieren, dass der Charakter einfach erschlagen wird. Und alle so Sachen, die sich dann darauf auswirken, wie meine Armee sich bewegt. Eigentlich das, was der Balduin machen wollte mit seiner Aufstieg an das Heldenkampagne. So wie ich das hier lese. Sehr cool. Als Regelwerk dafür. Vielleicht greife ich sowas ja nochmal auf als langfristig angelegte Sache. Hier in der Ecke dann mit dem Jonas und dem Silent. Dann hätten wir Orks, Goblins, hätten wir Skaven und hätten wir eine von meinen Armeen, die man aus so einer kleinen Kampagnenkarte bewegen könnte. Da müssten wir uns noch kleine Äquivalente, so Marker bauen, die so kleine Armeen herstellen. Vielleicht findet man ja so Sachen im 6 bis 10 mm Maßstab, dass man so einen kleinen Armeemarker hat. Mal schauen. So, hier noch diverse Events, Sabotagesachen, Monsterinvasionen und. Was passiert am Ende einer Saison? Dann haben wir hier noch wieder schön ein Showcase für spezielle Sachen. Hier haben wir nämlich einen Rattenroger vom Clan Molder, der ist ein bisschen mit Sladesteilen umgebaut. Hier haben wir einen Schneckenstreitwagen der Tiermenschen. Hier so einen großen Kessel, in dem Nachtgoblins Pilzsuppe kochen. Und das gibt auch Bonus, das Ding. Ist quasi so eine Self-Made-Einheit. Hier das große Forge World Mammut, Chaos Mammut. Und. Also, dass man auch quasi eigene Sachen reinbringen kann, so einen eigenen Flavor. Hier haben wir dann, wenn Einheiten zum Veteranen werden, was sie können. Und hier kommen wir dann schon zum 5. Kapitel: kompetitives Spielen danach. Death Matches zum Beispiel. Hier eine sehr coole Sache. Versteckte Aufstellung, Hidden Setup, möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Das finde ich unpraktisch mit Kartons in die Mitte legen. Das finde ich unpraktisch mit einfach Zahlen legen. Das finde ich eher unpraktisch mit so einem Vorhang. Das hier mit, die Karte wird einmal gemalt und ich zeige auch, wie die Sachen zeichne mir auf, wie die Teile aufgestellt werden, bevor ich überhaupt weiß, was passiert. Da kannst du nämlich auch dann gut aufschreiben. Hier diese Einheit 24 Speerträger ist nicht 5x. 5 lang und der letzte Rache ein weniger, sondern man schreibt auch auf, das ist 24, 7x breit und steht so in dem Winkel da. Finde ich praktischer. Habe ich Bock mal zu machen. So ein verstecktes Ausstellungsding. Vielleicht sogar in einer Stadt. Dann kann man das kombinieren. Dass das beim Morgengrauen ist und es ist Nebel in der Stadt und der Gegner sieht halt nicht, wo die Einheiten aufziehen. Und deshalb ist es eine versteckte Ausstellung. So. Dann Deathmatch, Grudge Master Challenges, Szenario, was heißt Overwhelmed, wo von beiden Seiten Angreifer kommen und in der Mitte 24x24 Zoll ist der Verteidiger. Also da geht es dann wirklich darum, kleine Turniere auszufechten mit mehreren Spielern, dass die Punkte sammeln können auch und dann ein bestimmtes Bewertungssystem stattfindet, um einen Sieger zu ermitteln. Und dann haben wir hier noch das 6. Kapitel mit Hostile Terrain, also feindliche Umgebung. Zum Beispiel das, was ich am Anfang erwähnt habe bei dem Buch. Wälder, dichte Wälder. Wie kann man dies darstellen? Haben wir hier auch Einheiten in einer normalen Formation und in einer lockeren, also quasi Plänkler. Was das für Mali und Boni gibt, ist wie im Buch Lustria. Sehr schöner kleiner Baum.
wie man ihn darstellt, quasi Small Forest Base. Dann haben wir hier schematisch dargestellten Spieltisch mit besonderen Regeln für Breakout from the Forest oder Death in the Dark Woods. Also Breakout from the Forest ist ein reiner Wald. Dass die eine Einheit, dass die eine Armee in 6 Zoll sich nur aufstellen darf und raus muss und die andere hat die Aufgabe zu überfallen. Oder hier haben wir quasi wie eine offene Feldschlacht, aber im Wald, dass wir in der Mitte nur eine Lichtung haben. Hier haben wir wunderbar Showcase-mäßig so einen großen Wald, wie man ihn baut, einzeln. Eiskristalle, Felsnadeln, einen Wald im Winter, eine Eisbrücke, Gestein, hier eine Lavaplatte. Dazu auch Sachen Battle Over the Frozen River oder Winter Clash mit Sonderregeln dann auch wieder. Hier haben wir dann Wüste. Was kann man so an Wüstenterrain bauen? The Oasis is ours. Battle amid the Dunes. Alles mit Sonderregeln für die einzelnen Terrains. Hier haben wir dann die Vulkanlandschaften. Across Fields of Fire oder Silent Death. Dann haben wir hier Chaos. Das ist Past Reason. Also da geht es darum, Realm of Chaos darzustellen mit den Sonderregeln. Kapitel 7 ist dann Multiplayer-Spiele, mehr als 2 Spieler. Wie arbeitet man mit Alliierten? Auch wieder mit vielen Geschichten dabei zusätzlich. Wunderbare Bilder. Hier noch die alte Lanzenformation der Bretonen. Multiplayer-Szenarien, dass es auch sein kann, dass man 2 Spieltische nebeneinander packen muss, um die entsprechende Fläche zu haben für große Spiele. Multiplayer-Szenario 1, ein Pitch-Battle. Da geht es um 5 Spieler, so wie ich das sehe. Hier unten, genau. Allianz 1 hat 1, 2, 3 Aufstellungszonen, Allianz 2 hat 2. Deshalb denke ich, geht es um 5 Spieler, dass sich im Endeffekt die Punkte anpassen. Spieler-Szenario 2, Communication Breakdown. Da geht es darum, gegenüberstehen sich die Allianzen jeweils. Hier ist 2-2, 1-1. Was macht man? Wie kann man am besten da arbeiten? Szenario 3, Vanguard. Szenario 4, Twist in the Chain of Command. Da stellt man sich in den Ecken auf. Das ist das, was ich kenne. Allerdings sind unsere Ecken ja wirklich so rechteckig und nicht diagonal. Wäre auch zu gucken, ob man das machen möchte. Szenario 5, Pincer Attack. 2 Angreiferzonen rechts und links an der Spielfeldkante. Der Verteidiger ist zentral aufgestellt auf der anderen Seite. Szenario 6, 2 Battlefields, also auf 2 Schlachtfeldern gleichzeitig. Und wir haben hier Edge A, A und Edge B. Es geht dann bestimmt darum, genau, hier haben wir eine Main Table und hier haben wir eine Flanking Table. Der Flanking Table entscheidet dann, was kommt bei dem Hauptspiel dazu. Kann man gleichzeitig machen, kann man bestimmt auch nacheinander spielen. Sehr cool. Szenario 7, Construction. Hier wird dann was aufgebaut. A Traitor in Our Midst. Szenario 8. Und dann haben wir hier Kapitel 8. Boats in Warhammer. Schiffe. Schiffe. Wie baue ich Schiffe? Sonderregeln für Schiffe, die dann als Terrain genutzt werden, um zu kämpfen, wo komplette Armeen drauf sitzen dann auch. Wie kämpfen die untereinander? Einfach so eine Sache, um einen neuen Flavor reinzubekommen. Wenn ich ein Schiff habe und ein Landschlachtfeld, wie wirkt sich das auf mit Aussteigen der Einheiten? Hier auch ein schöner Showcase von verschiedensten Schiffen. Hier haben wir einen lustigen Skaven-Captain, der so ein kleines Papierhütchen aus Zeitung gemacht auf hat, als Kapitänsmütze.
Genau, hier kommt das mit Anker setzen und dann vom Schiff runter an der Küste, um das mit einzubringen. Seemonster. Dann haben wir hier auch noch die Szenarien. Those boats don't look friendly. Da geht es dann darum, dass man an der einen Seite des Tisches ein bisschen See hat oder ein bisschen Meer. Und hier haben wir dann Landgefecht. Booty Quest. Da sind Inseln in der Mitte, auf denen hier Schätze vergraben sind. Da geht es darum, die zu finden. Dangerous Coasts. Da geht es tatsächlich nur um diesen Kampf der Schiffe auf offener See. Mit ein paar Steinen dann als Terrain. Hier haben wir ein Szenario, das sich River Raid nennt. Der Angreifer Attacker Entrance Edges. Hier kommt der Angreifer an und noch Schiffe können auch noch kommen und man muss sich verteidigen. Dann haben wir hier Kapitel 9, Siege, Raids and City Sackings. Also alles, was um Belagerungen geht. Von zum Beispiel hier einem großen Baum, der von Tiermenschen korrumpiert wurde. War Machines, Upgrades to Towers and Fortresses. Also tatsächlich die Upgrades für Geländestücke, die ich da noch kaufen kann von meinen Punktekosten. Hier schön auch wieder Showcase. Hier haben wir einen menschlichen Wachturm. Hier haben wir einen befestigten Wachturm, einen Goblin-Turm, einen Untoten-Turm und. Das Ganze natürlich auch wieder mit Szenarien gewürzt. Hier geht es Defend the Pass. Hier geht es nur um natürliche Strukturen erstmal. Hier haben wir dann direkt die Belagerungen, Burgen in der Warhammer-Welt, Hold a Line like a Rock. Da geht es dann darum, dass hier die Festung der einzige Weg durch ist, durch die dann der Gegner durchkommen muss. Hier auch wieder schön Scenery, eine riesengroße bretonische Festung. Wie baue ich diesen Festungsbausatz um, dass die zum Beispiel von Orks besetzt ist oder dass es eine Chaosfestung ist. Einfache Palisadenfestungen, eine Belagerungsramme von Untoten, wie baue ich die am besten, dass sie nach cool aussieht. Raiding the Enemy, auch wieder schön rückgekoppelt zu den ganzen Szenariensachen. Wenn ich jetzt hier so eine Kampagne habe und das ist eine Stadt, wenn ich die überfalle und danach vielleicht gewinne und plündere, was passiert dann? Wie kann ich es darstellen? Hier auch sehr schön, die Reiter haben alle Fackeln dabei, sehr coole Sache. Ein Szenario, das sich Raid nennt, mit zerstörten Gebäuden in der Stadt. Wie stelle ich Feuer da oder Rauch als Marker? Dann geht es hier um City Sacking. Das erfordert zwei Gebäudesets. Hier einmal dieser Marktplatz zum Beispiel komplett noch intakt. Hier schon mit zerstörten Gebäuden. Hier dann auch Szenarien Battle in the Streets. Könnte sehr spannend sein für unsere Karte, die ich jetzt, beziehungsweise für die Matte, die ich jetzt gekauft hatte. Dann haben wir hier Bursting Through the Walls. Der Angreifer kommt von den zerstörten Mauern und muss durch die Stadt rennen. City Battles, Key Buildings, das besondere Gebäude, besondere Boni geben. Wie kann ich Gebäude bauen? Was kann ich machen, um meine Stadt zu verschönern? Und hier haben wir nochmal Sinui Showcase und diese Marker, um mit Schiff zu arbeiten. Hier haben wir das fast so aufgestellt, ja, wie wir das hatten bei der bei dem Szenario Leicheberg. Hier hinten die Stadtmauer, dahinter die Stadt und darin findet alles statt. Und schönes Buch, sehr viel Input, den man einbauen kann und ich freue mich, da einige Sachen rauszumachen. So, und nach diesem massiven Auspacken und Durchblättern der Bücher gucke ich mal, dass ich jetzt noch auf eine Frage eingehe, denn es ging darum, wie erarbeite ich mir Namen für Charaktere und ab welchem Punkt nutze ich diese? Für zum Beispiel Echsenmenschen oder Anhänger des Chaos im speziellen Slanish. Dafür baue ich um. Schnapp mir was zu malen und erzähl euch dabei,
während ich male etwas. Und zwar habe ich mir hier meine Kriegshunde des Chaos hinausgeholt. Die habe ich schon mal angefangen, wie ihr es, glaube ich, gut sehen könnt. Diese sehen im Moment aus wie Wölfe. Ich zoome mal ein wenig rein. So. Oh Gott, Beleuchtung. Moment. Was sind wir denn hier? So sieht man, glaube ich, besser was, ne? Ja. Also, das ist im Moment doch sehr im Stil der fenrisianischen Wölfe. Das Fell, das helle hier, werde ich jetzt noch aufhellen mit Ushabti Bone, Flayed One Flesh und eventuell ein bisschen Pellet Witch Flesh. Beim Rückenfell, bei diesem bräunlichen, gehe ich über Mornfang Brown XV88. Und dann je nachdem, ich probiere das einmal aus mit Dawnstone und Administratum Grey, so in den Rücken, hier so wie so ein Aalstrich, also eine Fellverfärbung, die sich über die Wirbelsäule wegzieht. Ja, und dann die üblichen Sachen. Ich habe hier überall diese Ketten dran. Die Ketten werden ganz normal bemalt mit, wie heißt die Farbe nochmal? Led Belcher, genau. Led Belcher und Runefang Steel. Und dann wird noch da der Chaosstern, der da dran ist, zum Beispiel mit Balthasar Gold, Runelord Brass und Runefang Steel Edge Highlights. Dann das Ganze ein bisschen mit Drakenhof Nightshade an den Kanten noch geschädet. Also an diesen Vertiefungen noch geschädet. Die Augen werden rot. Da weiß ich noch nicht genau, welche Schritte. Ich habe hier schon Corn Red, Mephiston Red, Wild Rider Red und Fire Dragon Bright hier liegen. Bei manchen sieht man ja hier dieses Zahnfleisch oder sogar beim aufgerissenen Maul sogar die Zunge. Da gehe ich ganz gewohnt vor. Buckman's Glow, Canyon Flash, Down, Kislev Flash, Flayed One Flash, um dann ein wenig Reikland Flash Shade zum Nachbearbeiten. Zähne und Krallen, Steel Legion, Drab, Karak, Stone, Ushabti Bone, Screaming Skull, so wie man es bei mir eigentlich kennt. Und dann habe ich auch noch einen, der hat hier, wo ist er? Welcher ist denn das jetzt? Moment, der hier, genau. Der hat zusätzlich zu diesem Haken hier unten noch so ein kleines Fellbüschel-Ding dran. Das bemale ich dann noch mit Nagarod Knight, Ceres Purple, Jean Steeler Purple. Dann bekommen die Bases natürlich Magneten unten runter, einen braunen Baserand, dieses gelblich verdorrte Flock drauf. Und die Chaoshunde bekommen blutige Mäuler. Und so, ja, als hätten die gerade irgendwas gerissen. Warum so? Ja, weil Chaoshunde, War Hounds of Chaos, also Kriegshunde des Chaos, sind ja auch eigentlich nur Hunde. Wölfe wirken da besser. Wölfe sind aber eigentlich, also Hunde sind auch nur domestizierte Wölfe. Deshalb finde ich, passt das ganz gut, das in so einem eher natürlicheren Wolf-Thema zu halten, diese dann aber sehr, ja, hell und erhaben wirken zu lassen. Und dem Ganzen so dieses Flavor zu geben. Ganz klar ist natürlich, dass das nicht irgendwie mit Penen und Brüste behaftete Hunde sind und deshalb slanisch ist, sondern das sind diese Hunde oder domestizierte Wölfe, die mit den Barbaren mitlaufen und die vorgeschickt werden, wenn die Armee läuft und marschiert, um vielleicht schon mal den Feind zu reißen oder zu jagen. Deshalb ganz klar, das sind keine mutierten irgendwas, sondern eigentlich nur Wölfe, die von den Barbaren geschickt werden. So, und während ich male, oder schon mal anfange zu malen, erzähle ich euch schon mal ein bisschen was, denn ich wurde ja gefragt bezüglich Namen für Charaktere, im Speziellen jetzt Slanish und die X-Menschen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin da erstmal ein bisschen unkreativ. Namen verteile ich bei mir eigentlich nur an Charaktere, die sich auch im Spiel bewährt haben. Also zum Beispiel ein bestimmtes Modell, was sich im Spiel bewährt hat, oder wo spezielle Leistungen erzielt wurden während eines Spieles. Da verteile ich dann auch gerne meinen Namen. Also nicht nur bei Regimentern, sondern auch bei einzelnen Helden oder die Champions von dem Regimentern bekommen dann auch irgendwann mal Namen, wenn sie sich wirklich den Namen verdient haben oder bis sie es verdient haben, einen eigenen Namen zu tragen, sagen wir mal so.
Und da bin ich dann relativ unkreativ und bleibe natürlich im Imperium bei so normalen Namen, die man so kennt. Das Imperium ist auch recht einfach, das ist Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Belest euch mal ein bisschen in der Historie. Da findet man schon viele, viele Namen, die man einfach dafür nutzen kann. Das ist auch recht einfach. Bei diesen eher ungewöhnlicheren Namen, Elfen, Kriegern des Chaos, Dämonen und, gibt es ja die Tendenz, beziehungsweise gibt es bei mir die Tendenz, nicht gibt es ja die Tendenz, gibt es bei mir die Tendenz, eher so in so Muster zurückzufallen, die ich schon immer mal hatte. Zum Beispiel haben Elfen irgendwie immer einen speziellen Namen bei mir gehabt. Also in eine spezielle Richtung. Und auch Chaos-Charaktere leiden teilweise darunter, dass es eher in eine bestimmte Richtung geht mit den Namen. Orks ebenfalls. Da habe ich so meine Probleme, immer mal was Neues zu entwickeln und so neue Flavor reinzubringen. Deshalb habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, pass auf, hier bekannte Internet-Suchmaschine, bei der man den Namen selbst eingibt, der Suchmaschine, und das Internet explodiert. Gib mir doch mal bitte Namengeneratoren heraus für das und das. Da habe ich ein bisschen gesucht, ein bisschen hier geguckt, ein bisschen da geguckt. Und ich habe herausgefunden, eine Seite, die nennt sich fantasynamegenerators.com. Mache ich jetzt natürlich keine Werbung für, im Sinne von, ich kriege dafür Kohle oder so, nein. Ich habe diese tatsächlich gefunden und für den nicht ganz so kreativen Menschen da draußen ist dies, glaube ich, eine gute Alternative, um allen möglichen Sachen wirklich Namen zu geben. Auf der Seite Fantasy Name Generator gibt es verschiedenste Generatoren, sage ich jetzt einfach mal so, beziehungsweise für den Namengenerator verschiedene Parameter, die man ändern kann. Man kann zum Beispiel sich Namen geben lassen für fantastische Wesen von einer Amazone über einen Chaoskrieger, über einen Dämon, irgendwelche Echsen, Gnoll und was auch immer es in den ganzen Universen, die man ja mittlerweile hat, für Viecher hat. Alle denen kann man da spezielle Namen geben, im Sinne von, man wählt halt für dieses zum Beispiel für dieses Volk der Gnoll aus, den Generator. Das ändert dann bestimmte Parameter, nachdem die Namen entwickelt, beziehungsweise nicht entwickelt, generiert werden. Und drückt dann auf Generate. Bei den normalen Namen hat man es immer männliche und weibliche Namen. Gibt es also zwei Taster, männlichen und weiblichen. Und dann spuckt der irgendwie so, was sind das, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Namen auf einmal aus. Und man kann dann immer schön weiter generieren, wenn einem die nicht gefallen. Dazu kann man noch von Gegenden, von Dungeons, von speziellen Waffen, alle solche Generatoren sind da drin. Auf dieser Internetseite könnt ihr mal besuchen und mal gucken. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier einen generiert, der gefällt mir. Den nehme ich so, wie er da ist. Könnt aber auch sagen, ja, der gefällt mir, aber vielleicht ändere ich da noch ein bisschen was ab. Mein Nörgelkriegsherr nennt sich ja Azuthrax Festabann. Den habe ich auch so über diesen Generator erstellte Namen. Allerdings war der Name, der rauskam vom Generator, ein bisschen anders. Ich weiß nicht mehr genau wie. Ich erinnere mich nur noch, dass das so war. Dann habe ich ein bisschen die Buchstaben umgestellt, weil dieses Azuthrax hat mich irgendwie sofort, beziehungsweise der Vorläufer, was der Generator gesagt hat, das hatte mich so ein bisschen an Anthrax erinnert. In dem Namen war nämlich noch kein X drin, der vom Generator genannt wurde. Dann habe ich das so ein bisschen geändert. Dieses Azuthrax, Anthrax, passte dann ja irgendwie. Und dann blieb es dabei. Und genauso habe ich mir dann auch Dämonennamen rausgesucht, weibliche. Und da kam irgendwie auch der Name Mor hier zustande. Das ist ja dann der Name des Reittieres, des Dämonischen, auf dem Azuthrax Festabann reitet. Und so hatte ich dann relativ simpel und schnell meinen Namen zusammen von meinem Kriegsherrn. Kann man machen,
wenn man jetzt nicht so kreativ ist. Ich mag lieber mit dem Pinsel kreativ sein. Bei Namen hatte ich schon immer Probleme, genauso wie mit Geschichten zu diesen Charakteren ausdenken. Also wirklich Geschichten. Das braucht bei mir immer sehr lange. Oder ich hau mal eine richtig coole Geschichte raus zu einem Warhammer-Charakter und dann kommt erstmal sehr, sehr lange nichts, weil ich dann einfach nicht weiter weiß. Das sind so One-Time-Events quasi. Aber zurück zu den Namen. Das kann man natürlich mit allen möglichen Sachen machen. Jetzt mit Ex-Menschen habe ich mir zum Beispiel jetzt hier auch in meinem Webbrowser schon mal aufgemacht für Argonen oder Argonia. Das sind ja in den diversen Fantasy Pen and Paper Spielen die Echsenwesen. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel einmal gucken. Echsen get male names. Ganz, ganz komplizierte Formulierung haben wir hier. Wir haben hier, das einfachste ist Gelia Agiusion. Agiusion. Oder Bache Endorellures. Also tatsächlich sind das dann so eher Argonia-Namen. Kann man machen. Wenn man jetzt bei Echsen im Speziellen bleibt, nutze ich auch gerne die Möglichkeit, mir tatsächliche Orte zu nehmen, die es mal gab. Bei, denn die Echsen sind ja in diesem Maya-Stil gehalten, bei den Maya oder bei den Inka. Also Namen von Städten zum Beispiel. Da haben wir sowas wie Teotihuacan oder ähnliches. Und dann damit einfach mal so ein bisschen rumzuspielen. Buchstaben auszutauschen, Silben hinzuzufügen oder wegzunehmen und dann quasi da einen Eigennamen rauszuentwickeln. Das ist ja im Prinzip vom Games Workshop ähnlich gemacht worden. Die ganzen Städte, die es da gab, wirken ja alle so, als würde es die wirklich mal gegeben haben, vom Namen her. Und die Charaktere, die die Echsen haben, haben ja auch recht simple Namen, die irgendwie so da reinpassen. Zum Beispiel Tic-Tac-Toe, Gorok oder ähnliche. Und ich denke, da kann man dann auch ganz cool mal gucken. Ich nehme mir jetzt mal hier die Namen einer Stadt, der Maya oder der Inka, spiele damit ein bisschen rum. Oder vielleicht auch eines Gottes derer. Wäre ja auch möglich, und dann damit ein bisschen rumzuspielen. Im Speziellen jetzt möchte ich aber bleiben bei Slanish. Mein Slanish-Kriegsherr hat nämlich zum Beispiel noch keinen Namen. Und da könnten wir jetzt mal gucken. Also keinen richtigen Namen. Ich dachte eigentlich mal, ich hätte einen. Da habe ich mir dann aber gedacht, nee, in der Geschichte, in der er vorkommt, ist das eher der Name des Dämonen, der das Schwert Seelenfeuer beseelt, um das es ja in der Geschichte geht, die darum gesponnen werden soll. Also Seelenfeuer ist ein altes Elfenschwert, das wird dann geklaut, wird dann korrumpiert und mit einem Dämonen besetzt. Und dieser Dämon hat natürlich einen Namen. Und das wird dann der Name, den ich eigentlich meinem Kriegsherr geben wollte. Und Charaktere beim Chaos zum Beispiel haben ja meistens irgendeinen Namen und dann einen Beinamen. Wir schauen mal zum Beispiel auf die Sachen, die es gibt. Valkia, die Blutige. Wulfric, der Wanderer. Und. Also die haben eher weniger Familiennamen, mehr haben sie Titel zusätzlich zu ihrem Vornamen. Bei den Glotkin ist es natürlich anders. Das heißt erstmal die Glotkin. Glotkin war ihr Familienname. Die haben natürlich alle einzelne Namen. Die drei Brüder. Die Brüder Glott. Genau, Glott war der Name, nicht Glotkin. Also da hat man tatsächlich den Familiennamen bekannt. Was haben wir noch? Willig, den Verfluchten oder Willig, den Verfluchten. Und. Also, wie gesagt, es ist so,
Die haben meist keine Familiennamen, sondern eher Titel. Was die Auswahl eines Namen relativ einfach macht, da ihr im Prinzip nur einen Vornamen benötigt, dann überlegen müsst, was passt denn als Attribut zu diesem Helden? Was verbindet auch vielleicht ein Attribut der Gottheit mit diesem Helden? Bei meinem Asotrax Festerban sind das beides Namen, die in Richtung einer Krankheit gehen. War simpel. Oder es ist recht simpel gehalten tatsächlich dann auch. Wir schauen jetzt mal gemeinsam hier in dieser Episode nach einem Namen für meinen Slanisch-Kriegsherrn, würde ich sagen. Nachdem ich hier den Schweif des Wolfes nochmal. So. Also 2 von 3 sind fertig mit dem Braun. Machen wir gleich mal weiter. Also ich brauche jetzt leider mal mehr Aufmerksamkeit oben auf dem Bildschirm. So, ich habe mir hier mal einen Zettel genommen, habe oben auch die kleine Adresse aufgeschrieben. FantasyNameGenerators.com. Gehe jetzt auf den Tab mit dem Chaos Name Generator. Get Male Names. Moneus. Astomor, Gulros, Wudel, Wuvax, Itzius, Pargerak, Jurugan, Kurnagor, Kalner, Jurugan. Jurugan hört sich doch gar nicht so verkehrt an erstmal. Ich schreibe mir das mal hier auf. Jurugan. Das klingt erstmal ein bisschen hübscher als die anderen Namen. Dann nochmal. Also die nächsten 10 Namen. Furtal, Turolat, Pargemor, Igakar, Pargegar, Kabir, Devdal, Maroth, Esgrim, Puram, Esgrim. Auch eigentlich nett, ich schreibe das mal auf. Esgrim. Und im Prinzip schreibe ich mir mindestens einen dieser Namen auch immer auf und wähle dann danach weiter aus. Die nächsten 10. Zykai, Kalsalax, Faras, Arumus, Tala, Sax, Omfusalax, Bruros, Baltarath, Farand und Wutiro. Baltarath. Das klingt doch ganz nett. Baltarath. Könnte zum Beispiel mal ehemals ein Elf gewesen sein, der dann slanisch verfallen ist, mutiert wurde und was auch immer. So, die nächsten 10. Kuban, Titalax, Malbus, Varlas, Zuritus, Abaros, Kurbas, Savaduk, Igla, kann ich nie aussprechen, und Grazor, Abaros, Baltarath, Abaros. Abaros klingt auch ganz gut. Abarotz. So. Sitak, Urka, Kai, Tuxus, Rugor, Chenba, Lunok, Sasmur, Antastur, Tara und nochmal so ein komischer Name, den ich aussprechen kann. Bleiben wir erstmal bei den 4. Ich gucke jetzt nochmal nach weiblichen Namen. Get Female Names. Abresu, Lodell, Kirith, Ingemsu, Belofer, Golgrin, Moresh, nee, das ist ein SH, Moresh, Sepumora, Hekas, Giruxa, Moresh, Abardos, Moresh. Moresh könnte ein Nachname sein. Get Female Names. Nasudek, Logrin, Kamuz, Hedias, Berbarin,
Bervarin, so, Belolek, Chesren, Estadar, Ven, oh Gott, Verneuth, nein, wie auch immer man das aussprechen möchte am Ende mit dem TH, Girasi, nein, möchte ich nicht so. Seputal, Divi, Caridas, das Katas, Kates, Aragrel, Ryka, Kornanix, Maprix, Sidodresch, Pergelis, Aragrel. Jagwer, Endasa, Anbin, Girasi, hatten wir glaube ich auch schon, Unathal, okay, nochmal, auch nicht wirklich, so jetzt gucke ich nochmal, Fantasy, Animal Names, Night Names, was haben wir noch? Monster Names, Mutant Species Names, Naga Names, Pegasus Names, Pet oder Companions, Dämonennamen hier, Demon Names. Oh Gott! Also die sind tatsächlich zusammengewürfelt von irgendwelchen Buchstaben, die kann man glaube ich kaum aussprechen. Blamala kann ich gerade noch aussprechen, die anderen ist schwierig. Samudar, Vardon, Sneubach, Voixal, Niolum, cooler Name. Niolum. So, das reicht glaube ich auch noch. So, ich hätte jetzt zum Beispiel die Namen Jurugan, Esgrin, Baltaras und Abaros. Könnte das vielleicht verbinden mit einem Nachnamen mit Moresch oder Aragrel. Bei Aragrel würde Abardos, glaube ich, am Anfang schon rausfallen. Und das Reittier könnte Niholum heißen. Ich finde, das sind so eher weichere Namen teilweise, als die anderen Chaos-Namen, die rausgegeben werden, die dann auch wieder zu Slanisch passen. Jurugan, Jupsugan, Julugan, also man könnte zum Beispiel hier das R rausnehmen, Jurugan, das klingt ein bisschen derb noch, Julugan, Jumugan, oder man nimmt das N noch am Ende weg, Juruga oder Juluga, Jumuga, könnte man zum Beispiel so machen, Esgrim, man nimmt das Z weg, Egrim oder Elgrim, Engrim, Emgrim, Esgrim könnte ich mir da vorstellen, dass weg das M vielleicht noch. Elgri, ne, das wäre glaube ich zu groß, das M muss schon dran. Baltarat ist glaube ich schon sehr spezifisch, da kann man nicht wirklich viel machen. Batarat, um das L wegzunehmen, aber das passt dann auch nicht wirklich. Abaros, Alaros, Amaros. Amaro, Alaro, Amaro. Amaro Moresch. Amaro Moresch. Moresch, Molesch, Momesch, Monesch, Molesch, nee, hatte ich schon gerade. Mokesch. Das R, glaube ich, müsste da irgendwie entweder drin bleiben oder komplett raus ersetzt werden. Und Aragrel, Alagrel, Amagrel, Aragmel, Arakel, Aragrel. Da gibt es viele Möglichkeiten mit rumzuspielen und umzubauen. Ganz klar möchte ich euch jetzt mal auffordern. Haha, ich bin ja schlau. So. Einer dieser Namen wird es irgendwie mit einem dieser als Nachnamen irgendwie vielleicht umgebaut. Dazu kommt noch der Beiname, ganz was Dummes, der Un...
befleckte. Das möchte ich gerne dabei haben als Beiname. Und das ist das Reittier. Pfeil, Reittier. So, das heißt, wir haben vielleicht einen Abaros Moresh, der Unbefleckte auf dem Reit, auf dem dämonischen Reittier Nihulum. Nihulum hat mich jetzt irgendwie so an nihilistisch, an nichtsgläubig so erinnert. Nihilismus, Nihulum, Nihulumus, was auch immer, also wie ich zu diesem zu dieser Verknüpfung gekommen bin. Auf jeden Fall möchte ich das direkt mal, das Name des Reittiers festlegen. Titel des Helden ist Der Unbefleckte. Und jetzt brauchen wir hier noch einen Namen. Ihr könnt hier einzelne Buchstaben vielleicht auch mal austauschen, um mir dazu helfen bei der Namensfindung. Ich lese noch mal vor. Jurugan, Ezgrim, Baltarath, Abaros mit Z am Ende. Die Nachnamen, die man, oder Beinamen, die man dazu noch nehmen könnte: Moresh mit SH und Aragrel mit Doppel-L. Titel der Unbefleckte auf Nihulum. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt könnt ihr mir da mal sagen, was denn die Namen sein könnten. Ich lege mir den Zettel mal beiseite. Wenn euch das zu schnell war, könnt ihr natürlich auch noch fragen. Gar keine Frage, ihr könnt fragen. Dann tippe ich euch die Namen im Zweifel nochmal ab. Aber das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir da jetzt mal gemeinsam einen Namen für meine Helden oder für meinen Helden finden würden. Und dann könnt ihr auch mal eure Herangehensweise dazu schildern, falls ihr eine habt. Oder auch mal überlegen und mitschreiben, wer bei euch braucht eigentlich alles einen Namen in eurer Armee? Haben alle Helden ihren Namen? Hat der General einen Namen und das war's? Brauchen besondere Monster bei euch einen Namen? Haben die Regimenter vielleicht eigene Namen, also Regimentsnamen, wie bei mir zum Beispiel in der Avaland-Armee die Meerfelder Stachelschweine? Das Speerträgerregiment, das ich fast immer einsetze? Oder die Hochslebener Rabengeborenen, die Ehrenfelder Fürstengarde? Gibt es sowas bei euch, dass jedes Regiment wirklich einen Namen braucht? Oder sagt ihr, ach komm, weiße drauf geschissen? Ich habe hier meinen Helden, dem gebe ich einen Namen, weil ich mich damit identifizieren muss. Oder hat euer Held vielleicht sogar euren Namen? Oder euren, vielleicht seid ihr zum Beispiel auch in der Mittelalter-Szene, hat der euren In-Time-Namen? Würde mich sehr interessieren, wie ihr da so rangeht an dieses ganze Charaktere und Namen von Charakteren und Thema. Schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare. Bei YouTube am besten. Oder natürlich im Tabletop-Weltforum in den Thread Maltischer Mittwoch unter das Video. Auch dort wird es natürlich eine Diskussion geben. Und vielleicht kann ich dann auch nächste Woche, in der nächsten Episode, einen vernünftigen Namen für meinen Slanesh-Kriegsherren auf dämonischem Reittier präsentieren, der ab dann immer für ihn genutzt werden wird. Fände ich eine coole Sache. Bis jetzt war die Geschichte um ihn ja so geschrieben, dass er noch nicht namentlich benannt wurde, sondern dass der Protagonist, dieser Elfenprinz, um den es auch geht, zwar einen Namen gehört hat, aber ich mich schon zum Beispiel mit Zeile darauf geeinigt hat, dass der Name, den dieser Elfenprinz hört, der Name des Dämonen ist, der das Schwert hinterher besudelt. Und nicht der Name des bösen Slaneschelden des Antagonisten. Ja, ja. So sieht das aus. Ja, eine ganz andere Herangehensweise an dieses Namenthema kann ich ja, wo wir gerade dabei sind, wo wir gerade so nett zusammensitzen, kann ich ja auch nochmal nehmen. In Thread Blutnebel um Steinbachtal, beziehungsweise im gleichnamigen Projekt vom Balduin, vom Sir Leon und Devil's Advocate und mir im Tabletop-Weltforum. Da habe ich zum Beispiel das genau andersrum gemacht. Ich habe mir erst überlegt,
was brauche ich natürlich für meine Armee? Es geht ja in 500-Punkte-Schritten. Also, was brauche ich tatsächlich für Helden im ersten Schritt? Also in den ersten 500 Punkten. Hat sich herausgestellt, es wird ein einziger Held. Dann habe ich mir herausgesucht, welcher Held wird es denn? Der passt zur Geschichte. So, war mir dann klar, okay, es muss vielleicht ein Magier sein, weil es geht ja darum, dass noch lebende Sylvanen durch das Land streifen und quasi im Kielwasser eines Magiers, der nach und nach zum Nekromanten wird und durchdreht. Also brauchst du den eigentlich als erstes für deine Geschichte. So, habe ich mir also gesagt, nimmst du einen Magier. Der Magier ist ja noch erstmal relativ simpel. Da kann man ja jeden beliebigen Namen nehmen, weil das ist ja schon ein speziellerer Charakter jetzt nicht, sondern der kann ja von jeder Lehre der Magie sein. Also braucht man sich da auch noch nicht festlegen auf einen bestimmten Namen, der vielleicht zum Beispiel nach der Feuerlehre klingt oder. Und hab da mal so geguckt. Hab eine kleine Brücke geschlagen zu den Kriegern des Chaos. Denn da gibt es ja, oh Gott, was war's? Ich weiß nicht, ein Charakter mit dem Namen Huron. Huron ist, glaube ich, der dunkle Apostel der Wordbearer. Lass mich nicht lügen. Also wenn das jetzt falsch war, Entschuldigung, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie hatte ich dann diese Verknüpfung zu Huron. Und um das dann noch natürlich klingen zu lassen, als normaler Bewohner des Imperiums eigentlich, brauchte ich noch einen Nachnamen. Da war das ganz, ganz simpel. Okay, das Ganze für einen Namen, Zimmermann, hört sich doof an, Blablabla hört sich auch doof an. Und irgendwann kristallisierte sich dann heraus Kappmann. Huron Kappmann. So. Und dann bekam er noch einen Beinamen. Finsterblick. Den macht er sich quasi im Laufe der Geschichte erst diesen Beinamen. Und das am Modell konnte ich dann auch schön darstellen, indem ich ihm halt diese Kugel aus dem Magierbausatz gegeben habe. Diese dunkle Kugel. Und diesen Magier, diesen Huron Finsterblick Kappmann, den ich quasi erst in meinem Kopf erstellt habe und dann erst gebaut habe, habe ich jetzt bis jetzt zum Beispiel immer als Magier der Lehre des Feuers eingesetzt. Natürlich fluffig davon gesprochen, dass es um dunkles Feuer oder um Hexenfeuer ging, weil er ja schon korrumpiert ist ein bisschen durch die Nekromantie. Und in Zukunft werde ich ihn dann auch noch anders einsetzen, Lehre des Untodes und sowas. Aber es war alles schon vorher überlegt, bevor ich dieses Modell fertig gemacht habe. In der Regel ist es bei mir ja immer so, ich mache erst ein Modell, dann überlege ich mir einen Namen. Da habe ich es ganz andersrum gemacht, genauso wie den zweiten Helden, der einen Namen bekommt, also der in der Geschichte wichtig wird, die Katalina von Karstein. Da war es mir wichtig, einen so ein bisschen russisch klingenden, Balkan klingenden, nach dem Balkan klingenden Namen zu nehmen, weil das dann ja auch zu Sylvania passt. Sylvania ist ja die Brücke zu Rumänien, also zu Transsilvanien ist Sylvania eigentlich. Und da passte der Name Catalina, fand ich ganz gut. Und habe dann nach einem Modell geschaut. Einem weiblichen Modell. Habe mich dann für das Modell von Isabella von Karstein entschieden im Endeffekt. Und diese ein bisschen umgebaut. Aber es war ganz klar, Catalina. So eine Form von Katharina, finde ich. Katharina, russisch, Zarin, groß, mächtiger Name, muss schon prächtig aussehen, war für mich klar. Dann habe ich ein bisschen auf den bekannten Auktionsplattformen gesucht, bin nicht wirklich fündig geworden für
eine Vampirin und bin dann tatsächlich dazu übergegangen, mal wirklich auf der Seite des Games Workshop zu schauen, was haben die denn noch, und bin dann auf meine alte Liebe Isabella von Karstein gestoßen. Ich liebe dieses Modell einfach. Also da kann man so viel draus machen mit einem guten Paintjob. Und habe dann mich entschieden, okay, die ist es. Die hat nämlich diese Plattenrüstung an, diese sehr filigrane. Die hat dazu noch irgendwie ein Kleid an, was ihm etwas sehr Prächtiges gibt. Und so konnte ich dann diesen in meinem Kopf sehr, sehr prächtigen Charakter Katalina von Karstein erstellen. Und habe er dann natürlich auch noch die Armeestandarte in die Hand gedrückt, was ihn noch mächtiger wirken lässt. Weil dieses große Banner in ihrer Hand ist, was, wenn man sich das so in der Proportion anguckt, eine Frau einfach gar nicht so mit einer Hand tragen könnte. Dann ist ganz klar, okay, sie, da ist was nicht, nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und ja, sie ist eine Vampirin. Natürlich jetzt von den Spielregeln nicht. Aber sie ist eine Vampirin und kann deshalb dieses riesengroße Banner auch gegen Sturm und Wind mit einer Hand halten. Und man kann das auch begründen, warum das so ist. Also wie gesagt, das war eine ganz andere Herangehensweise. Ich würde gerne auch noch einen Helden haben, einen Hauptmann oder einen Feldherren, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird es mindestens ein Hauptmann auf Schlachtross. Soll der eigentlich sitzen? Der Piotr von Karstein. Auch einer, also in der Geschichte, einer der niederen Vampire. Habe ich mir auch schon diesen Namen überlegt. Irgendwie hat er sich festgesetzt. Das Problem ist allerdings, dass ich da noch keine Gedanken zu habe. Piotr. Piotr klingt für mich klar, regional behaftet, logisch. Aber auch irgendwie wie so ein bisschen wie so ein Tollpatsch. Ja, der Knecht Piotr. Der hat schon mit der Markt und hat sich erwischen lassen oder so. Irgendwie ist da so eine Schwingung bei mir mit drin. Vielleicht wird der dann nicht ganz so ernst. Oder er ist halt eher ein unauffälligerer, also wirklich ein Vampir, der sich als Hauptmann in die sylvanische Armee eingeschleust hat, also deshalb auch die ganz normale Uniform trägt. Aber zusätzlich vielleicht noch einen hohen Stehkragen hat, um dieses doch etwas Besondere nochmal fürs Projekt darzustellen. Da weiß ich noch nicht genau. Da bin ich auch noch in einem Dilemma. Also seht ihr. Kann man verschiedene Möglichkeiten nehmen, um an sowas heranzugehen. Möglichkeit 1. Die meist sinnvollste, weil ihr dann nämlich schon ein Modell zum Spielen habt, ist, ihr habt euer Modell gebaut, gemalt und entscheidet euch irgendwann mal, ihm einen Namen zu geben und guckt dann nach einem passenden Namen. Möglichkeit 2, ihr habt ein grobes Konzept, wo wollt ihr damit hin, entwickelt einen Namen und strickt euer Modell dazu, dass es alles irgendwie zusammengreift. Möglichkeit Nummer 3. Ihr habt schon einen Namen, den ihr unbedingt umsetzen wollt und müsst dann zwanghaft versuchen, dahin zu kommen, dass Name und Modell zusammenpassen. Das weiß ich nicht, ob das immer so möglich ist. Gerade bei Armeen, wo solche Namen sich sehr, sehr klar begründen. Zum Beispiel im Imperium. Der heißt so, weil... Der Freischärler-Champion Josef Zimmermann oder Josef Förster, nehmen wir mal noch Josef Förster, der kämpft am liebsten mit einer Axt, weil seine Eltern waren Förster und er ist halt damit aufgewachsen. Logisch, macht Sinn. Das aber dann darzustellen, ist schon wieder ein bisschen schwierig, also nur dem Typen eine Axt in die Hand geben. Gut, bei einem Champion der Einheit ist es relativ noch, also ne, das geht gerade noch so, aber wenn es dann schwieriger wird, dann... Und ich verquatsch mich gerade, ich habe den Faden verloren. Ich habe echt den Faden verloren gerade. Also auf jeden Fall sind es mehrere Herangehensweisen, wie ihr es machen könnt. Für mich die Hauptherangehensweisen. Ich habe einen Charakter gebaut, schon mitgespielt. Der hat sich
quasi verdient gemacht und bekommt dann einen Namen. Möglichkeit 2. Ich habe ein Konzept, ein Projekt, wirklich einen Hintergrund, wo ich hin möchte eigentlich. Gucke, was ich für einen Helden brauche und erarbeite mir so dann einen Namen und ein Modell, was dazu irgendwie passt. Bestes Beispiel halt Catalina von Karstein. Dieser mächtige Name, dieses prächtige Modell, dazu dann auch passend. Und ja, da kann ich euch die, glaube ich, mal auch kurz in die Kamera halten, wovon ich die ganze Zeit rede. Für die, die es noch nicht gesehen haben, das hier ist meine Catalina. Ein bisschen ranzoomen vielleicht. Catalina von Karstein ist entstanden aus dem Bausatz von Isabella von Karstein. Dem Arm oder also der Hand und der Bannerstange eines Bihandkämpfers, dem hier oben dem Banner aus dem Zwei-Mann-Heldenbausatz des Imperiums, hier oben aus dem Sensenkopf eines Zombies, und die steht auf dem Stein eines Riesen, um das Gewicht ein bisschen auszubalancieren. Ihr seht schon, die fackelt ein bisschen. Und ja, dieses Modell finde ich, das ist genau das ist es, was ich dann haben wollte. Modell, was aus der Armee raussticht farblich, mit diesem violetten Kleid und dem eisfarbenen Unterrock, aber trotzdem noch etwas Bedrohliches hat. Ja, und eigentlich war es das mit meinem Namen. Also ich bin wirklich recht unkreativ, wenn es nicht ums Imperium geht, nutze ich tatsächlich Namensgeneratoren. Ja, ich habe mich jetzt geoutet. Ich habe mich geoutet. Dizzy Finger nutzt Namensgeneratoren. Schande auf mich, Asche auf mein Haupt. So, und ich glaube, das Video sollte jetzt erstmal reichen. Ziehe mir das Ganze nicht so weit in die Länge. Danke für die Aufmerksamkeit und ab mit euch zur Endcard. Genug für alles. Nein. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Willkommen hier auf der Endcard und ich hoffe natürlich auch, dass ihr einiges aus diesem Video mitnehmen konntet an Ideen, wie ihr Namen generieren könnt für eure Helden und dass ihr mir vielleicht auch ein bisschen helft, an den von mir jetzt vorgeschlagenen Namen so einen coolen Namen für meinen slanischen Helden zu finden. Wäre echt nice von euch. So. Des Weiteren natürlich wie immer Fragen, Kritik, Anregungen und erlaubt, erwünscht unten in die Kommentare. Bitte öffentlich, nicht per PN, bitte öffentlich, dass sich auch noch andere beteiligen können, denn nur dadurch lebt das Ganze, wenn man in die Diskussion geht, auch mit mehreren Leuten. Bis zum nächsten Video habt ihr hier und hier wie üblich die Möglichkeit auf Links zu klicken von früher. Alte Videos, guckt euch die auch ruhig gerne mal an. Es ist immer spannend, die Entwicklung zu sehen. Wie habe ich angefangen damals? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie haben sich auch manche Gedanken weiterentwickelt oder komplett verändert an Herangehensweisen? Und. Schaut ruhig mal rein und lasst mir doch einfach einen Kommentar da. Erzählt ruhig weiter, dass es das Maltisch am Mittwoch gibt. Erzählt ruhig weiter, dass es die Discon 2017 zu Pfingsten 2017 geben wird. Anfang Juni ist das. Und Anmeldungen bitte an mich im Moment, denn ich versuche gerade herauszufinden, wie groß muss denn der Raum sein, den wir brauchen. Das letzte Mal waren wir im Gasthaus Gobrecht in Dortmund Körnitz, das meine ich noch. Wir waren 30 Mann, war fast zu klein der Raum. Also für Hinstellen von Armeen war schon leider kein Platz mehr. Dies wird dieses Jahr verbessert und deshalb im Voraus schon Interessen. Wir sind aktuell bei 19 Leuten, das ist Stand 16. September, 19 Interessenten, da sind noch nicht die üblichen Verdächtigen bei, wie zum Beispiel Devil's Advocate und Balduin und wie sie alle heißen. Deshalb bitte Interessensbekundungen per PN über die üblichen Wege an mich und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und wahrscheinlich hier auf diesem YouTube-Kanal auch noch bei Zeiten ein Discord 2017 Erklärungs- und Einleitungsvideo machen, ein kurzes, um auch den anderen Leuten, zum Beispiel in Facebook und das Ganze nochmal schmackhafter zu machen. So, viel zu viel geredet für
viel zu wenig Themen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder beim Maltisch am Mittwoch mit mir, Dizzy Finger. Bis dahin, an die Pinsel und malt fleißig. Tschüss!